So, und damit hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf diesem Kanal, hier bei Fly High. Und wieder einmal gibt es das Ganze aus der Sicht von mir, dem nur 24-Stunden-Racer. Genau, hier sieht man schon ein Auto und fast hätte man das auch in der Aufnahme gesehen. Ich habe mich dann ganz kurzfristig noch umentschieden für ein anderes Auto. Das seht ihr dann aber eh gleich. Und genau, worum geht es denn heute? Heute stand was Besonderes an. Und wer dieses Auto kennt, den Charger Hellcat, nee, war es doch, doch genau, Charger Hellcat. So, muss ich nur ganz kurz sicher gehen, dass ich mich nicht vertue. Aber das Ding hat ja schon einen Haufen Leistung und ja eben, es war so eine Überlegung, nehme ich dieses Auto denn? Und mir ist kein anderes so wirklich besser eingefallen, weil am Anfang hieß es ja, man soll ja Tuning-Aufbauten realistisch halten. Jetzt wisst ihr schon, ich hätte es getunt. Und was wird denn in so ein Auto super reinpassen? Na klar, genau, die 1000 PS. Denn heute ist es endlich soweit, es geht zum 1000 PS Club. Und ja, genau, was für ein Auto es jetzt es tatsächlich geworden ist, würde ich sagen, übergebe ich dann einfach sozusagen das Wort an Ray, der dann die offizielle Anmod macht. Und damit bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Es ist endlich soweit, der letzte PS-Club steht an, der 1000 PS-Club. Und mit dabei heute haben wir Andy, Bluto Kaskade, LukasR70Z, nur 24 Stunden Racer, Stui, Supernoob, Beta Effect, Darf Seini Gut, Aaron, H2O und Mr. Exi. Grüß euch! Hallo. Hallihallo. Hallo. Moin, moin. Hallöchen. Hallo. Hallo. Ja, und da stehen schon richtig, richtig krasse Wägelchen und die alle sollen heute auf über oder zumindest mal auf mindestens 1000 PS kommen. Und ich glaube, Stand jetzt hat es noch kein Fahrzeug. Ja, also ich glaube es nicht nur, ich weiß es, dass kein Fahrzeug hier 1000 PS hat. Das heißt, da muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen an der Leistungsschraube gedreht werden. Wir gehen es aber mal ganz schnell durch, welche Fahrzeuge wir jetzt in der Basis erstmal hier sehen. Einmal natürlich Toyota Supra MK4, dann ein Nissan GT-R R35, ein Aston Martin Vulcan, ein Koenigsegg Agera sowie ein Pagani Zonda R, ein Lamborghini Huracan, ein McLaren 720S sowie eine Corvette C7 ZT1, als auch ein 911 GT2S Baureihe 991.2, ein Lexus LFA, ein Bentley Supersports und dann noch ein Dodge Challenger. Ja. Charger. Challenger? Challenger. Ja, ist ja schon ein Challenger. Ja, aber das sieht irgendwie. Ist das schon Body? Also, das ist ein Ding. Das ist ein Demon. Genau, jetzt. Deswegen. Das sieht nämlich. Für mich ist. Also, ich. Nur für mich. Ich bin ja jetzt kein so Super-Ami-irgendwas, so wie Andy. Für mich ist es eigentlich. Ich merke mir eigentlich immer der Unterschied zwischen Challenger und Charger so. Für mich ist der Charger der kastenförmigere, also so, oder wie soll ich es erklären, er ist halt so kompakter und der Challenger ist halt für mich so ein bisschen der länglichere gezogene und so weiter. Ich meine, man erkennt es eigentlich auch an der Anzahl der Türen, ja? Aber dadurch, dass der jetzt mit dem Breitbau auch so kompakt wird, deswegen verwechsel ich das ständig bei dem. Aber ja klar, wenn es halt der Demon ist, dann erklärt sich das von selbst. Aber gut, der wird wahrscheinlich ein leichtes haben. Der wird wahrscheinlich hier noch mit am meisten Leistung haben von allen, die hier stehen. Also da muss er wahrscheinlich am wenigsten an der Leistungsschraube drehen. Aber das gucken wir uns einfach mal an. Ich würde sagen, jeder von uns darf jetzt mal ganz kurz 7 Minuten nochmal tunen und das Fahrzeug ready machen für den 1000 PS Club. Ich habe mir eben dieses wunderbare Gefährt hier rausgesucht. Ein Pagani Zonda R, in Horizon 3 wahrscheinlich noch das Auto, das am besten geklungen hat überhaupt. Auch in Horizon 4 nicht schlecht, nicht mehr ganz so brutal böse, aber immer noch ein fantastischer Klang und halt eben ein fantastisches Gefährt. Bisschen mehr, weiß ich nicht, werde ich auch noch erzählen nachher. Aber eben wie gesagt, es ist der 1000 PS Club, da muss noch ein bisschen Leistung rein. Und jetzt hat 710, habe ich mir schon angeschaut. 737, das ist das Maximale, was ich machen kann. Alles andere wäre ich eben drüber. Wobei, wenn man hier noch was mal ausbaut. Selbst das ist schon drüber, ja. Ich glaube, 751 war das höchste. Mal so vielleicht noch. Ja, so kann man es auch machen. Mach mal Turbo oder Hubraum. Warum klingt halt?
Das Auto gleich mal noch ein Stück geiler. Ein Turbo, und da es normalerweise ein Sauger ist, machen wir jetzt das Ganze mit dem Hubraum. Das Tuning. Dann bin ich auf jeden Fall auch im. So eine Antriebswelle. Hier, wenn man mehr Leistung reinklatscht, kann man sowas auch machen. Ich meine, hier Slicks haben wir schon drauf. Die können wir dann noch breiter machen. Und jetzt einen Allradantrieb will ich nicht reinbauen. Könnte man machen. Motor genau das gleiche. Braucht es nicht. Und. Genau, das wäre so Tuning. Kann man nicht viel machen. Sind über 1000 PS, die 737 kW. Ich kann ja auch ganz schnell nachschauen, wie viel PS das genau sind. Google Freund oder Helfer sagt, das sind 1002 PS. Zoomen wir nochmal ganz schnell ein hübsches Design hier. Da gibt es vielleicht schon ein cooles. Okay, nee. So das einzig, wo ich sage, vielleicht, aber nee. Herstellerfarben wird es auch nur die. Oder? Herstellerfarben gibt es auch nur die eine, aber. Der Sack. Witzig, nee. Da lassen wir das standardmäßige Design drauf. Ich würde sagen, ich schalte mich jetzt nochmal gleich leise. Oder. Allererst hier merkt man wieder, was für ein Profi ich bin. Machen wir einen Streamer-Modus ein, damit hier kein Copy-Strike und nichts gibt. Dann bin ich mal leise und lasse euch ein paar Minuten, ein bisschen mit dem Sound allein. Weil der hört sich schon richtig geil an. Und am besten fahren wir da. Gehen wir auch noch zum Tunnel hier runter. Genau. Dann gibt es jetzt einen ganz, ganz kurzen Sound auf die Ohren und dann gibt es noch ein bisschen Einstellungen, die ich so vornehme, Feineinstellungen. Das Ganze werde ich aber ein bisschen beschleunigen. Damit das. Und eben, wir sehen uns dann gleich nach einem kurzen Cut wieder, wenn es dann weitergeht und alle ihre Autos haben und vorstellen können. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Klang. Da sind die Fahrzeuge. Zum Teil sehen sie kaum verändert aus, zum Teil doch ein bisschen mehr. Wir gehen es ganz kurz mal durch. Also wir überfliegen die Fahrzeuge. Wir werden ja sowieso gleich nochmal von jedem Einzelnen hören, was da so sein Gedanke war, beziehungsweise warum er sich überhaupt für dieses Fahrzeug entschieden hat. Ja, wir sehen auch, dass der ein oder andere das Fahrzeug extremst verändert hat. Aber da werden wir gleich nochmal hören, was da passiert ist. Manch ein Fahrzeug sieht eigentlich relativ gleich aus zu vorhin. Also ja, manchmal steckt das Detail halt natürlich unter der Motorhaube. In dem Fall 1000 PS. Ich sag's nochmal, das ist schon eine nette Summe. Ja? Und das manch ein Fahrzeug war vom Hersteller definitiv dafür nicht ausgelegt, aber hier im Spiel kennen wir einfach nichts. Da bauen wir die einfach rein. Sehr schön. Sie sehen gerade in einem Bild mindestens 12.000 PS. Ja, so ungefähr, ja. Ja, vielleicht kommen wir sogar auf mehr, sogar vielleicht auf
auf ein bisschen mehr als 12.1, 12.3 oder so. Ja, weil mir ja leicht drüber sein durften. Also ich habe es perfekt ausgereizt tatsächlich. 751 kW exakt ausgereizt. Ja. So, es wäre mehr gegangen. Aber gut, ja, ich würde sagen, ich setze meine Gruppenrute. Wir fahren diesmal nicht das Track Race am Flugplatz, sondern das am Festival. Deswegen setze ich mal die Route dahin. Und ich und Andi fahren voraus und der Trott darf dann hinterher. Muss man nur wieder den Weg hier rausfinden. Ich glaube, hier links lang war es. Wir müssen gucken, ob der Pagani sich nicht am Bordstein aufhängt. Ich bin jetzt aber ganz schnell drüber geflogen. Das war... Mal schönstes Frühlingswetter haben wir hier gerade. Und machen die Autos schön schmutzig erstmal. Ja. So, kein E-Auto heute dabei, kein Hybrid, sonst hätte er sich noch schnell hier an den Solarpanels aufladen können. Sorry, der Joke musste sein. Macht nichts, ich habe überlegt, ob ich ihn auch bringe. Ach, er hat eine halbe Stunde Zeit. Sehr gut. So, wie bitte? Er hat eine halbe Stunde Zeit zum Aufladen. Ja, eigentlich schon, ja. Aber weißt du, bei 1000 PS, 1000 Elektro PS, sag ich mal, da trittst du einmal drauf, ist Akku leer, glaube ich. Also, wahrscheinlich. Das ist ja noch ein bisschen so Sache. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ja, Lukas, fang mal an. Komm, fahr vor mit deinem Godzilla. Ja, ich habe mich, wie man schon erkennen kann, für den R35 GTR entschieden. Hab daraus so ein bisschen so eine Mischung aus dem Boost Wars V1 und V2 von JP gemacht. Ja, in dem Rahmen, den halt das Spiel zulässt. Gerüchte sagen, er hat ungefähr 1000 PS. Was soll denn jetzt das heißen? Dass er sie nicht hat, oder was? Dass du hier mogelst. Hat leider doch nur 600, Mist. Ja, schade. Der Leistungsprüfstand ging nur bis 800. Ach so, okay. Alles klar. Ja, interessanterweise beim Boost Wars ist ja so, der ist ja gar nicht weiß in echt. Da kannst du bestimmt auch gleich noch was dazu sagen, weil er sich da bestimmt mit auskennt, sondern der hat ja so einen leichten Grauton, nur auf den Kamerabildern kommt er immer weiß rüber. Nur wenn man weiß dann tatsächlich dran hält, sieht man, dass er eigentlich so gräulich ist, der Boost Wars. Ja, wenn man es live sieht, fällt es auch auf. Ja, ich sag ja, durch die Kamerabilder kommt es gar nicht so rüber. Habe ich aber auch lange nicht gewusst, bis JP das mal gezeigt hat und dann denkst du so, what the fuck? Also das Auto, ich habe es in Real Life schon gesehen, wo er nicht foliert war und der ist wirklich relativ dunkelgrau. Das ist so ein bisschen wie dieses Audi Nardo Grau und dann noch 5% heller gedreht, so auf die Tour. Ja. Das ist schon ziemlich dunkel. Ja. Krass. Aber cool. Dann würde ich sagen, wenn wir schon hier bei der japanischen, ach keine Ahnung, mir fällt ein cooles Wort nicht dafür ein, bei der Japanese Connection, nennen wir es einfach komplett Englisch, das klingt einfach besser, sind, dann würde ich sagen, komm doch der nächste Supra, sehe ich doch da. Komm. Okay. Ja, also unschwer zu erkennen, habe ich mich für die Supra entschieden. Natürlich mit Single Turbo und großen Nockenwellen. Mehr ging dann auch schon wieder nicht, weil sonst wäre ich jenseits der 1000 PS gewesen. Ja, habe das Auto damals das erste Mal gesehen in Fast and Furious, habe mich direkt verliebt, auch in den Motor, in den Klang. Und ja, da ist es halt zugekommen. Alles klar. Wir stehen doch alle auf großen Nockenwellen, also sind wir doch alle gleich. Gut, wir haben aber noch ein paar mehr japanische Fahrzeuge, auch wenn sie für den vielleicht amerikanischen Markt gebaut wurden. Und deswegen, auf geht's, LFA zum Beispiel. Ja, ich habe den LFA genommen, einfach weil ich finde, dass das Auto für seine Zeit, als es entwickelt war, irgendwie der ganzen voraus war. Auch die Entwicklungsgeschichte fand ich sehr interessant, dass das eigentlich ein finanzielles Grab für Lexus gewesen ist. Dass er, als er kurz bevor er fertig war, nochmal komplett neu entwickelt wurde. Zumindest die Karosserie. Verändert habe ich jetzt, damit er auf die 1000 PS kommt, habe ich einen Biturbo eingebaut. Und die Kühlung verbessert. Damit kommt er jetzt genau auf die 1000 PS. Und ja, dieser V10-Klang ist einfach unvergleichlich. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du den jetzt nicht erwähnst, das ist ja, glaube ich, das Hauptargument für das Fahrzeug. Der V10 ist ja einfach... Wahrscheinlich neben dem Carrera GT einfach der geilste V10 oder überhaupt einen der geilsten Motorenklänge, die es so gibt. Und was halt auch sehr interessant ist beim LFA, der V10 ist relativ klein sogar, ne? Also von den Ausmaßen her. Man stellt sich jetzt hier unterm V10 einen riesen Oschi vor,
aber der ist tatsächlich relativ kompakt gebaut und deswegen passt er da auch da vorne rein. Ja, es ist ja auch ein Frontmittelmotor oder so, der genau, sitzt ja sehr genau. weit hinten. Genau, sehr tief vorne drin, ja, genau. Naja, aber wenn du jetzt überlegst, so ein VC, jetzt nimmst du mal so ein R8 V10-Motor und klatschst den mal irgendwo vorne rein. Ich glaube, da kriegst du bei manchen Autos schon Probleme, also deswegen, der ist schon nochmal ein bisschen auch kompakter irgendwo gebaut, aber ja, sehr cooles Fahrzeug auf jeden Fall. Gut, wer ja, will als also nächstes... Also wer eine Million übrig hat, kann die gerne dafür ausgeben. Ja, kann man machen. Wer will als nächstes, ich würde sagen, komm, Andi, wenn wir schon den Übergang zu Amerika haben, dann richtig, oder? Dann machen wir es direkt richtig. Ja, Chevrolet Corvette C7Z1, eines meiner absoluten Traumfahrzeuge, seit sie vorgestellt wurde. Ja, auch in Sebring Orange hier, wo sie ja damals vorgestellt wurde. Ich weiß nicht, welche Messe das gerade konkret war. Finde ich einfach mega geilen Farbton, deswegen habe ich es auch einfach dabei belassen hier. Beim Aufbau bin ich tatsächlich einen etwas anderen Weg gegangen. Ich habe mich orientiert an der Chevrolet Corvette C8 Zora, die noch angekündigt werden soll, welche die noch krassere Stufe als die Z1 werden soll, mit 1000 PS tatsächlich. Dementsprechend sind ja auch exakt 1000 PS unter der Haube und ansonsten sehr in die Racing-Richtung gegangen mit Fahrwerk, Bremsen etc. Auf die Aerodynamik habe ich dann tatsächlich doch verzichtet. Komisch. Ja. Ja, ne, keine Ahnung warum. Ich würde mir immer noch sehr wünschen, wenn wir sie hier im Spiel auch umgesetzt hätten mit dem ZTK-Paket, was hier ja so schön visuell auch dran ist, aber ne, das ist eine andere Nummer. Ja, das kennen wir ja schon. Das Leid habe ich hier auch so ein bisschen, aber gut. Ja gut, dann bleiben wir mal bei Good Old America. Exi. Ja, ich habe mich für den Dodge Challenger SLT Demon entschieden. nach der Hellcat, die noch brutalere Auflage der Amerikaner. Ich komme eigentlich von dem 69er Charger, der irgendwie von der Form her und den zwei Türen eher noch an den Challenger oder von heute erinnert. Und ich liebe dieses Auto. Es ist völlig surreal. Es hat, kann kaum gehen vor lauter Kraft in meinen Augen. Aber genau das macht diesen Reiz dieses Wagens für mich aus. Irgendwie weg von dem ganzen Downsizing, wie es jetzt mehr und mehr betrieben. Ich denke, da haben sich Deutsch definitiv einiges getraut, das nochmal rauszubringen. Auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall seine sehr spezielle Zielgruppe auch dadurch. Aber das macht sie ist auch so. Ist heute der einzige besonders. Serienwagen, den Wheelie schafft. Ja, siehst du mal. Ja, wobei so eine Isetta, wobei dann ist sie nicht mehr Serie, wenn man die... Nicht so richtig. Ah, wer weiß. Wenn du dich ganz schnell kräftig schuckst. Gut, haben wir noch was aus Amerika, was ich übersehen habe? Ich glaube nicht. Aber Großbritannien ist ein gutes Stichwort und dickes Auto ist auch ein gutes Stichwort, der Continental. Jawohl, auf geht's. Ich habe nochmal 2 Zylinder mehr als der LFA. Ja, an sich etwas seltenerer Motor in W-Form oder eigentlich bei VR-Motoren. Ja, haben ein bisschen Leistung reingeknallt und auf jeden Fall auf gute 2 Tonnen abgespeckt, ansonsten nicht viel mehr gemacht außer Reifen. Ja, nicht viel mehr gemacht, mal kurz auf 1000 PS gemacht oder mal easy snack. Ist ne? ja also, quasi nichts. Ist ja quasi nichts, ne? Sehr gut. Ja gut, dann bleiben wir mal britisch unterwegs, darf sein nicht gut, reiht sich an, der hat seinen Vulcan einfach mal kurz zum MR-Kit versehen? Ja, ich bin zuerst in Martin gegangen und habe gesagt, macht mal. Das ist dabei rausgekommen. Ist versehentlich noch ein bisschen was am Motor passiert. Hat jetzt auch seine 1000 PS. Ja, immer noch Sauger mit seinem 12-Zylinder, jetzt mittlerweile über 7 Liter Hubraum. Also das Ding, das marschiert. War nur bis 350, aber das ist auch schon eine ordentliche Ansage mit dem Flügel. Ja, wollte gerade sagen, also wir haben zwar einige Flügelträger heute dabei, aber ich glaube, wobei, 24-Stunden-Racer ist auch ein guter Kandidat, was dicke Flügel betrifft, aber ja, du natürlich auch und ja, dann bleiben wir doch einfach mal bei der Flügel-Connection, 24-Stunden-Racer. Genau, ich habe mich hier für diesen Pagani entschieden, gesehen zum ersten Mal bei Top Gear, damals als Jeremy Clarkson den gefahren ist. Und da habe ich mich schon so in den Klang verliebt von dem Ding, weil ich habe mir vorher schon gedacht, LFA, ja, einer der besten Klänge, der gar nicht kommt, aber mal mindestens hin. In Horizon 3 war er noch ein Stück besser. In 400 Meter
In Horizon 4 leider nicht mehr. Da kann man nur auf Horizon 5 hoffen, dass sie ihn da wieder richtig gut umgesetzt bekommen haben. Und genau, ich habe einen Mercedes-Motor drinnen und da musste ich leider einen Turbo draufbauen, weil du sonst kaum was dran rumschrauben kannst. Aber mit dem habe ich dann auch 1002 PS rausgeholt. Man darf auch nicht vergessen, der Zonda R, also ich bin da völlig bei dir, der hat ja auch da mal eine Zeit einen Nordschleifenrekord gehabt. Und der Zonda R klingt tatsächlich sehr schrill, sehr laut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Klang an sich schön klingt, aber einfach auf dieses brachiale, laute ist halt schon echt sehr brutal. Aber man darf auch nicht vergessen, das ist halt, wie gesagt, der Zonda R, der eigentlich auch keine Straßenzulassung hat. Mittlerweile gibt es ja diese Abform davon. Revolution. Wo er halt dann eine Straßenzulassung hat. Der klingt aber bei weitem nicht so, sondern der ist natürlich abgeschwächt. Und auch der normale Zonda klingt jetzt ja nicht ganz so verrückt, sag ich jetzt mal. Deswegen muss man da ja auch immer noch ein bisschen unterscheiden, sind wir hier straßenzugelassen oder nicht. Deswegen würde ich jetzt einen Zonda R in den Vergleich mit dem Carrera GT und dem LFA jetzt nicht direkt mit einschließen, weil dann könnten wir ja auch gleich kommen, zum Beispiel, wenn ich jetzt da einen Porsche gerade vor meinen Augen gerade hier sehe, da könnte ich ja direkt mit dem aktuellen 911 RSR kommen, der schreit ja natürlich auch alles zusammen, ne? Also deswegen, aber ja, ich bin völlig bei dir. Ja? Also da kann man ja sagen, der Zonda R war ja selbst für manche Rennstrecken zu laut. Genau, ja. Also dieses Brachiales finde ich halt besonders geil und in meinen Ohren hört er sich auch nicht nur eben brachial, sondern auch gut an. Ich sag ja nur, es gibt ja immer so Unterschiede zwischen, ist es das Klangbild oder ist es einfach das Laute, das Schrille, das Brachiale, und er zählt halt einfach zu den brachialen Klängen auf jeden Fall. Ich bin aber völlig bei dir, also ich bin auch absolut verliebt in den Zonda R nach wie vor. Das Ding ist einfach der Hammer und schade, dass er im Spiel einfach überhaupt nicht so klingt, wie er klingt, weil da würden wir ja selbst jetzt nicht miteinander reden können, auch wenn du nur so langsam rumrubbelst. Ja. Gut, Bau 10 ist auch ein gutes Stichwort. Bluto? Jo. Bei mir wurde es der Huracan mit einem Twin-Turbo, um auf die 1000 PS zu kommen, und das Auto einfach in Anlehnung an Forza Horizon 2, wo das Ganze ja das Cover-Car-Auto Cover-Car. Einfach, Horizon 2 ist immer noch mit mein Lieblingsspiel und deshalb habe ich das heute mal die Chance genutzt, um das Auto hier nochmal auszufahren. Alles klar, sehr cool. Dann, wir bleiben europäisch. Dui oder Aaron? Jo. Bei mir wurde es ein 720S von McLaren. Dazu einfach nur Verbindung, weil ich das Auto schon auf verschiedenste Weisen umgebaut gesehen habe und irgendwie brutal witzig finde, was die da rausholen, weil die Dinger marschieren halt echt ohne Ende, wenn die ein bisschen gemacht sind. In Amerika gibt es ja den Alex Joy, der immer komplett eskaliert und krankesten Umbauten überhaupt hat. Und so in Anlehnung daran habe ich es auch mal gemacht, auch wenn ich jetzt nicht sein Livery fahre. Ich hatte praktisch fast die Gelegenheit, einen zu gestalten und habe dann da die Basis genommen und vorher einfach nur ein bisschen ungefähr, bisschen Farbverlauf mal mit reingebracht, weil das auch zu selten irgendwie in schöner Form kommt. Und habe gedacht, das passt doch heute, um mit 1000 PS mal ein bisschen verrückter unterwegs zu sein. Ja, da darf man gerne auch mal ein bisschen protzen, das stimmt. Gut, dann Aaron. Ja, ich habe mich für den Königsegger GR entschieden. Hab mir auf den R umgebaut vom Flügel. Hab ihn damals in Need for Speed einen Film gesehen. Die drei Stück, und der Weiße hat mir damals einfach am besten gefallen. Von Pete ist im Film früh verstorben, ja. Aber zunächst, ja, schönes Auto. Habe angerufen, ob sie mir eine Agrapovic unterbauen können, damit ich auf die 1000 PS komme. Ja. Haben sie gemacht. Ehrenleute. Ja. Sehr gut. Ja, ich glaube, dann haben alle was gesagt oder haben wir jemanden vergessen? Ich glaube nicht. Dann komme ich ganz kurz noch dran. Haben mich für einen Porsche entschieden. Tada, gut, das war ja auch der Plan bei den PS-Clubs. Das wollte ich jetzt einfach mal durchziehen. Keine Sorge, wenn die PS-Clubs wiederkehren in Horizon 5, dann werde ich nicht nur Porsche fahren, aber auch. Also ich denke mal, das wird nicht anders gehen. GT2 RS, ich glaube,
da muss man nicht viel sagen. Ist einfach die absolute Endstufe, was 911er aktuell betrifft, mit Straßenzulassung. Und ich habe es gerade eben auch schon beim Tuning gesagt. Zum ersten Mal, oder ich habe schon ein paar gesehen von dem, aber wo ich den zum ersten Mal genau in dieser Kombi gesehen habe, schwarz mit diesem Carbon, der sieht einfach so schepperböse aus. Also man sagt ja oft, schwarz nimmt zu viele Akzente oder sonst was, aber ich finde, diese ganzen grellen Farben braucht der einfach nicht. In schwarz ist der einfach nur Badass pur und dafür feiere ich einfach auch den GT2 RS. Es ist nicht ganz mein Liebling, ihr wisst, GT3 RS liebe ich doch ein bisschen mehr, weil da mehr der Motorsportbezug drin steckt, aber das heißt ja nicht, dass man den nicht auch sehr, sehr geil findet und mag. Und ich finde einfach, wenn man schon mit 1000 PS geizen darf, dann warum nicht mit so einem Fahrzeug? Und es kann nicht immer der 918 sein. Deswegen passt das schon so. Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir einen Track Race. Und dann ja, Nachteil, wenn man die Bremse nach hinten gelegt hat. Burnout geht nicht mehr so gut. Louis, ich glaube, du hockst in meinem Motorraum. Woran merkt man, dass man im 1000 PS Club ist, wenn beim ersten Martin Vulcan der Satz fällt, er fährt leider nur 350? Das ist richtig, ja. Ja, und auch um die Ladezeit mal ganz gut zu überbrücken, weil da vielleicht dann auch die Frage kommt, kommt auch wieder ein 1000 plus PS Club, den wir ja in Horizon 2, also ein 3 auf jeden Fall gemacht haben, in 2 weiß ich, ich glaube auch. Auf jeden Fall, ja. Ja. Nee, der wird diesmal tatsächlich nicht kommen. Also wir haben hin und her überlegt, aber wir haben dann diesmal gesagt, nee, wir machen ihn nicht. Aber seid unbesorgt, dass die PS-Clubs sind auf jeden Fall fest geplant in Horizon 5. Und dann können wir davon ausgehen, dass dort auf jeden Fall ein 1000 plus PS-Club kommen wird. Und wir haben ja auch die gute Hoffnung, dass immer mehr Fahrzeuge, die in diese Kategorie passen, dann auch über die Zeit in eben jenes Spiel mit reinkommt. Also von dem her, ja. Und so lange ist es jetzt auch nicht mehr hin bis Horizon 5, also dem her müsst ihr vielleicht gar nicht so lange drauf warten. Vielleicht beginnen wir auch mit dem 1000 PS Plus und dann machen wir zum Abschluss den nochmal mit anderen Leuten und anderen Fahrzeugen oder so. Ne? Interessant ist auch, dass der Continental und der Demon, glaube ich, unter S2 geblieben sind, trotz ihrer Leistung. Aber dafür gerade auf Platz 3 sind. Ja. Waren. Ich habe den Start ein bisschen verkackt, aber Mann. Trotzdem. Gut, Continental hat Allrad, ne? Das hilft ja. Bei 1000 PS schon. Ja, ja, klar, logisch. Das auch Huracan und so weiter. Ja, Huracan. Jetzt habe ich das Getriebe extra länger gemacht, in den ersten Gängen ist immer noch zu kurz gefühlt für die Leistung. Aber ja, Porsche halt, ne? Gewicht hinten, das ist halt auch immer eine ganz gute Basis für ein Track Race. So, ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, das war jetzt der, sagen wir mal, seriösere Teil dieser ganzen Geschichte. Jetzt kommen wir natürlich wieder zu unserem beliebten Fun-Part und wir haben es ja eigentlich schon angeteased, dass was zurückkehren wird, was eigentlich diese ganze PS-Club-Sache irgendwie damals in Horizon 2, und daran werden sich die wenigsten Zuschauer erinnern können, ins Leben gerufen hat, indem nämlich die PS-Clubs wirklich einfach für Spaß, Freude und komplette Verrücktheit gestanden haben und spontan in der Folge wir einfach auf diese Idee gekommen sind, das zu machen. Und das war tatsächlich, ja, man übersetzt es einfach mal mit Bockspringen. Und dazu bitte ich jetzt gleich, wenn alle wieder reingeladen haben in die Kolonne, einfach mal auf die vordere Straße von der Bamborough Castle mir zu folgen. Beziehungsweise ich mache mal kurz eine Gruppenroute hin, dass ihr wisst, wo ihr hin müsst. Also wir porten uns da jetzt mal hin, weil das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen und zu viel vom Fun-Part wegnehmen, wenn wir jetzt da hinfahren, auch wenn das mit 1000 PS wahrscheinlich relativ schnell geht. Und deswegen bitte ich euch einfach mal hierher zu kommen. Das ist aber halt, um da kurz nochmal in die Nostalgie reinzugehen, es ist sehr bezeichnend, dass das wirklich eine der wenigen Horizon 2 Multiplayer-Ausgaben ist, an die ich mich von Anfang bis Ende erinnern kann, was da alles passiert ist. Es war, glaube ich, auch die... Also würde ich jetzt behaupten, vielleicht gab es eine andere, aber die ist in Vergessenheit geraten. Also da sind wir wieder beim Punkt, man weiß es noch. Ich würde sagen, das ist mit Abstand die lustigste Multiplayer-Folge damals in Horizon 2 gewesen. Ich suche sie auch nochmal, wenn ich es nicht vergesse, erinnert mich dran an die Zuschauer, ich suche es auch nochmal raus und verlinke euch das direkt in die Videobeschreibung, die Folge von damals. Nicht erschrecken, die Mikrofonqualität und vielleicht auch die Videoqualität ist wahrscheinlich nicht so die geilste, aber das zeigt ja nur, wie wir uns einfach insgesamt alle weiterentwickelt haben. Aber das war damals einfach so eine super, super lustige Folge.
Und ich weiß auch gar nicht mehr, welcher PS-Club das damals war. Auf jeden Fall nicht der 1000. Aber das war trotzdem super, super lustig. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall auschecken. Gut, ja, wir bleiben mal hier. Vielleicht ein Stückchen vorfahren können wir noch. Aber im Prinzip können wir einfach mal hier stehen bleiben. Oder wo ich dann stehe, mal hinten aufreihen. Ich mache mal kurz die Gruppenruder auch wieder weg. Die stört dann nur. So. Und ihr könnt alle mal vielleicht in den Drohnenmodus gehen und dann einfach mal ganz kurz mich verfolgen. Damit ihr wisst, was gleich abgeht. Und zwar, wir werden uns gleich, oder beziehungsweise der Fahrer, der wird sich gleich immer in diesem Tunnel hier. Das hat nicht so geklappt. So, wenden in 395 Zügen. Macht er den Ausdruck? Rein bin ich gut gekommen, komme ich aber auch raus. Ne? Das ist die Frage. Ja, komm, easy, kann ich doch hin. So, ja, also wir werden uns in diesen Tunnel hier stellen. Das ist quasi die Start-Geschichte. Also nicht von weiter hinten, sondern wirklich von hier ist die Bedingung. Und dann, ja, muss man natürlich hier ein bisschen fahren, ein bisschen Schlangenlinie, wie gesagt. Und dann gibt es ja hier diese Rampe. Und das Ziel wird sein, immer die stehende Kolonne hier unten zu überspringen. Ja. Und dann, wenn, upsala, ja, wenn das dann geklappt hat, dann stellt man sich quasi vorne dran an. Ja, das heißt, ich würde einfach jetzt mal bitten, alle sich nacheinander jetzt erstmal hinter mir vielleicht aufzustellen. Ich meine, das ist der ist ja easy, der erste Sprung, aber das soll ja auch einfach sein am Anfang. Und dann einfach mal vielleicht aufzustellen. Ganze Reihe. Ja, Andi macht es jetzt vor, der stellt sich mal hinten dran an und dann die nächsten. Ich denke mal, das wird dann ganz gut gehen. Vielleicht kann sich auch der ein oder andere vor mich stellen. Komm, ich erweitere das mal ganz kurz, weil das, den Sprung werden wir doch alle schaffen, denke ich mal. Auch wenn ich es gerade nicht geschafft habe im Beispiel. Aber vielleicht kommt Andi gerade mal ein bisschen aufrücken schon mal. So, ein bisschen hinten dran und so weiter. Wow. So. Und wenn dann alle stehen, dann wird das alles von selbst gehen. Das ist alles gar kein Problem. So. Genau. Und ja, ich würde jetzt auch einfach stehen bleiben. Und dann würde ich jetzt, wer ist denn jetzt ganz hinten? H2O, glaube ich, ne? Ist das korrekt? Jawohl. Genau. Jetzt würde ich dich bitten, ebenfalls da oben sich hinzustellen und dann entsprechend über die Rampe versuchen, alle, die hier sind, zu überspringen. Und das ist auch das Ziel, ja? Und das machen wir jetzt so lang, bis tatsächlich es keiner mehr schafft, drüber zu gehen ohne Kollision. Also irgendwann wird man natürlich Zweifel auf jemand drauf liegen. Und das werden wir jetzt halt eben, wie gesagt, versuchen. Boxspringen. Klingt erstmal jetzt gar nicht so spannend, aber glaubt mal, das wird gleich eine richtig lustige Nummer. Im Prinzip kann auch natürlich Betafekt und darf seine gut und so weiter. Bluto, die da hinten sind, sich jetzt auch schon langsam bewegen nach hinten, weil ich meine, die da hinten sind jetzt erstmal gar nicht mehr so relevant. Es reicht, wenn da vorne 4 oder 5 stehen. Aber ich glaube, das Prinzip ist klar, dass man dann einfach immer so nacheinander entsprechend weg das macht. Und ja, H2O, du kannst loslegen, sobald du ready bist. Wir hauen nicht ab. Ich hab noch keine Angst um mein Auto. Aber in Horizon 2 wurde an, läuft doch ein bisschen länger, kann ich mich erinnern an die Folge. Das ist richtig, aber... Ja, da hat man weniger Leistung. Genau, so, und jetzt H2O, du hast es geschafft. Das heißt, du stellst dich jetzt exakt vor mich wieder. Also nicht da, wo du gelandet bist, sondern na, es geht ja nur darum, es zu schaffen. Das geht nicht darum, wie weit in erster Linie, sondern du stellst dich jetzt genau vor mich, dann bist du nämlich jetzt der neue Maßstab sozusagen. Und eben, dann geht halt immer von hinten weg, der nächste nach hinten fahren und so, also ihr könnt da ruhig, aua. Ich bin doch nicht berührt. So. Der nächste hat es schon geschafft. Und jetzt am Anfang ist es ja noch nicht spannend, aber das wird gleich noch verrückt. Ich habe eher Angst, dass ich nie genügend Traktion kriege. Haha, witzig. Ich fand das super. Ja, die mit Allrad werden definitiv ein bisschen einen Vorteil haben, aber mal gucken. Was mit Laune? Naja. Vor allem regnet es. Ja, das hört ja wieder auf. Ist lustig geworden. Bis jetzt sieht es ja noch relativ easy aus. Heyo, Pluto. Ja, Allrad, Twin Turbo, regelt alles. Der nächste kommt. Nochmal vielleicht gleich mal, glaube ich, die Namen über Autos aus, dann sieht man ein bisschen mehr. Nicht, oder? Ja. Soll ich mich
die Dinge noch schnell aus. Ich habe gerade parallel nachgeguckt auf dem Handy, es war der 600 PS Club damals. 600, okay. Ja, dann müssen wir ja gut weit jetzt kommen. Gut, wir haben jetzt auch die größere Rampe. Das hätte Aua gemacht bei mir. Hätte das nicht gereicht, da müsst ihr jetzt ehrlich sein. Weiß nicht. Oder du musst derjenige sagen, der unten ist. Der sieht sie am besten, wo der gelandet ist. Ups, da wollte ich gar nicht. Also es war sehr knapp. Es war sehr, sehr knapp auf jeden Fall. Ich habe noch ein bisschen weit vorne gestanden. Ja, komm, hast noch mal überlebt. Im Zweifel für den Angreifer, ne? Wie man so schön sagt, in Fußballfloskeln. Dann hat es halt gezählt. Oh Gott. Oh. Knapp. War auch knapp, ja. Ich bringe alle ein bisschen seitlich weg, habe ich so das Gefühl, ne? Ja, die Kolonne steht auch ein bisschen seitlich zur Rampe. Achso, ja, da müsste ja ein bisschen gerade werden von mir aus. Achso, muss ich vorne hinstellen, ne? Ja, ja. Ich glaube, Andi, wir haben uns jetzt keinen Gefallen getan, dass wir jetzt als erstes uns schon hier hingestellt haben. Wir tun uns jetzt gleich schwer, ne? Das ist, natürlich jetzt. Du hast wenigstens direkt zu. Achtung, Aaron. Ein bisschen. Ja, schauen wir mal, ne? Aaron, du schießt den Weg. Ich muss doch erst. Ab dem Tunnel raus. Achso. Okay. Ja, die Reihenfolge muss schon beibehalten werden, ja. Achso, ja, dann. Anscheinend, sorry. Ja, das hat gereicht. Ja, der Königsecke saß. Du hier zu da merkt man, dass an der Flugbasis gebaut wird, ne? Das ist Fliegen mit drin. Komm, Noss. Oh Gott. Easy. Ah, ich glaube, in der zweiten Runde wird's schon enger bei den meisten. Ich komme hier nicht weg. Also. Gehst du? Ja. Ich fühle mich ein bisschen wie beim Start bei einer Ready Stage. Ja. 3, 2, 1, go. Rechts. 3. Don't cut, be brave. Ja. Sprung. Ich hatte bis zum Ende Wheelspin, das ist doch scheiße. Ach, schön. Oh, reicht. Ich mach jetzt mal locker, ich gebe jetzt nicht Vollgas, alles easy, mach mal keinen Stress, das reicht trotzdem locker, behaupte ich. Ja, guck, da ist ja noch Potenzial für mehr. Ja, so locker war das nicht. Ich habe nicht Vollgas gegeben. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Puffer, kann noch ein bisschen schneller anfahren. Aber ich glaube, bis alle wieder da vorne sind, könnte es eng werden. Oh, das hat nicht gereicht. Das wäre mein Dach gewesen, und zwar volles Rohr. Ja, das sind halt die 2 Tonnen, würde ich sagen, ne? Ja, das hat nicht gereicht. Ja, da musst du jetzt erstmal hier warten, ja, würde ich sagen. Dann gucken, wie weit es geht. Irgendwann stehen wir hinten auf der anderen Seite vom Strand. Der Gera fährt weiter, der macht noch ein paar Versuche. Ich hätte gern für die zweite Runde von mir noch gern Flügel für die Super. Bente, du stellst dich trotzdem auf, auch wenn du... Nicht geschafft. Nicht nee, vorne. Wir haben immer nur die aufgestellt, die es geschafft haben. Genau. Wenn er es nicht geschafft hat, wird die Schlange nicht länger. Es geht ja darum, wie weit schaffen wir es. Doch, wie weit schaffen wir es als Gruppe sozusagen. Das war damals nicht so. Das macht aber deutlich mehr Sinn. Nicht so unendlich weit, weil. Nee, Bentley nicht aufstellen. Ei, ei, ei. Du hast es ja nicht geschafft. Was sie darf, auch nicht. Ey, ich bin ein bisschen in der Bank gelandet. Besten Peter, hast du es gepackt? Ja, wie gesagt, die es jetzt nicht schaffen, die stellen sich jetzt erstmal auf die Seite. So, wir dürfen gleich nochmal alle. Alles gut, alles easy. Peter, hast du es gepackt? Das hat mir keiner gesagt, aber ich von mir aus gesehen sah das nicht so aus. Du hast halt jetzt zeitlich. Es geht ja jetzt darum, wie weit schaffen wir es beim Bockspringen. Also wie weit schaffen wir es? So, mit welchen Teilnehmern dann vor allem auch. Ich bin nicht aufgeregt. Hier bin ich aufgekommen. Irgendwas kommt geflogen. Ich sehe es aber noch nicht. Ich habe Angst. Oh ja. Oh. Ja, mit einem freundlichen Purzelbaum danach noch. So, warum regnet es hier oben? Hör auf. Reifen war auch nicht. Das reicht nicht. Der Absprung sah nicht gut aus. Nee, das wäre auch mir diesmal gewesen. Heißt, ich kann gleich hinterher, ne? Ja. Ja. Zum Glück habe ich einen Überrollkäfig drin in dem Auto. Nee, das wird nichts. Keine Traktion mehr. Schöner Absprung. Hilfe? Auch.
klar, wir rücken wir nochmal auf. Die B-Note. Ja, mal gucken, mal, wer es am weitesten jetzt erstmal schafft, in dem Durchgang. Ich glaube, Huracan und GTR haben da gute Karten wegen Allrad. Ja, ja, schön. Das ist auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hatte gerade bis zur Rampe Wheelspin, das hilft nicht. Oh, nö. Nee. Nee. Hat auch nicht gereicht. Ja, ich positioniere mich auch mal. Oh, jetzt habe ich aber auch Angst. Das wäre ich das Ende. Na, komm. Aber Punktlandung. Gerade so. Aber Punktlandung ist genau davor gewesen. Starkes Ding. Hast du die Traktion gefunden? Darf ich? Ja. Nirgends. Ja, okay. Wo hast du den Kegel angebaut? Siehst du auch hinten? War schon mal im Tunnel hier. Oh, das wird wehtun. Nee. Au! War wenigstens eindeutig. Ah. Ganz leicht gestritten, oder? Die rette unsere Ehre. Schwierig auf den Griff. Vor Sufra. Das wird nichts. Nee, kein Grip gehabt. Witz gesprungen das letzte Mal, glaube ich. Ob ich bis jetzt am weitesten gekommen bin? Nee. Omri, hopp. Oh, nee, ja. Ah, wobei? Doch. Also, okay. Doch. Nee. Doch. Oh, genau, der wäre auf der Motorhaube gelandet. Ja, ja, mit ja, das ist ja im Zweifel für den Angreifer. Das haben wir okay. Gehabt. Wenn man bedenkt, dass ich einen seitlichen Absprung habe, also, ne? Also in meiner Sicht wäre es genau davor gewesen. Das Mensch, locker geschafft. Noch nicht. Oh, locker. Aber ja, der hat es der Vulkan jetzt eh geschafft. Ach oh, komm, Supra, irgendwo noch Traktion, irgendwo. Also die raus sind, können ja vielleicht sich schon mal hinter den Huracan gleich stellen, damit das jetzt gleich ein bisschen schneller geht, weil ich jetzt halt direkt wieder zurückfahren muss. Damit ja, da ein ich bisschen. In der Drohne für die Action-Shots. Sichtbar ist. Au. Oh, ja, hat gereicht, ja. Aber knapp. Okay. Die okay, dann Connection wieder. Ich habe immer noch Heckantrieb. Du bist auch nicht der GTR. Was denn jetzt? Hast du ja auch noch nicht oh, geschafft. Oh, ich stehe noch gar nicht. War aber. Oh, auf jeden Fall noch nicht. Oh, nein, ich hab voll drüber. Alter. Hilfe. Da waren die Mühe der und der Vulkan. Der Regen ist jetzt nicht gerade hilfreich. Oh, da steht jemand im Weg. Okay, ich fahr nochmal neu an. Ja, das war nicht so geplant. Soll ich mich sonst für dich hinstellen, Lukas? Hä? Soll ich mich für dich hinstellen? Ja, ungefähr. Warte mal, ja. Sorry. So. Ups, dann bin ich ein bisschen zu weit gerollt. Wenn man das schon ordentlich. Aho. Aho, ein Stück zurück. Nope. Nein. Das heißt, noch im Rennen sind GTR und Huracan. Hm. Noch. Also, das no. Gewinnt Blut oder so. Ja, aber es wird schon nicht mehr ganz so dominant. Ja, es wird eng. Das heißt, die Kolonne eine Wagen länger nach vorne rücken, dass Blut direkt wieder hinterfahren also. Können. Seht ihr? Kann ich? Ja. 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 Komm, er fällt. Nee. Ist doch so knapp, oder? Bei mir nicht. Das wäre wieder für den Angreifer. Okay, hier sind die Gras-Dinge. Ja, im Zweifel für den Angreifer, würde ich auch sagen. Im Zweifel für den Angreifer, du bist raus. Ja. Der Pluto ist der Angreifer, du bist ein eiskalter Verteidiger, ist so klar. Okay. Hans. Boah, das ist ungefähr die Höhe, die der Huracan gerade geschafft hat. Komm, Pluto, hopp. Oh ja, oh, der ist gut. Ja, oh, aber easy. Der reicht easy. Also nochmal ein Stück vorfahren. Toi, ich möchte nicht. Lukas ist ja, also jetzt muss der GTR aber, glaube ich, echt. Das muss ein perfekter Run werden. Ja, aber richtig. Oh, also fokussieren. Seid ihr schon ein Stück vor? Ja. Ja. Okay. Ah, oh, dass es so weit geht, hätte ich auch nicht gedacht. Ah, da war ein Quersteher drin, das wird nichts. Erik. Aber stylisch sieht's aus. Nee, das war Höhe McLaren Dodge. So, dann gucken wir mal, was der Huracan alleine noch schafft. Ich
Ne, eben nicht vorne hin. Ah, ja. Lukas. Du hast es ja nicht geschafft, genau. Auch seitlich weg. Ja, ja, hat gereicht. Aber ich glaube, dann ist auch Schluss. Ich glaube, jetzt wäre dann so der Punkt gekommen. Maximal noch eins und dann wäre der es nicht geschafft. Ja, sehr gut. Ich würde aber sagen, einfach um auch nochmal ein bisschen eine anderes Challenge zu haben, wechseln wir nochmal ganz kurz die Location. Und zwar erinnert euch vielleicht an den Trickshot-Platz, nämlich der Flugplatz von uns. Und deswegen gehen wir ganz kurz mal ans Ende des Flugplatzes, beziehungsweise da, wo auch der Dragstrip ist. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an die Dreierrampen da hinten. Und das ist jetzt erstmal die Challenge, die Dreierrampen zu überstehen und dann noch weit zu kommen. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt mehr oder weniger in der Reihenfolge, wie ihr auch rausgeflogen seid. Das heißt, der Bentley war, glaube ich, der Erste, der raus war, ne? Ist das korrekt? Ja. Ja, du fährst jetzt als Erstes und dann platzierst du dich. Ja, kannst dich, glaube ich, schon ziemlich am Anfang dann platzieren und dann nacheinander. Wo starten wir? Ja, ich würde sagen, hier einfach. Vielleicht ab dem Gitter da, da wo dieses Gitter ist hier. Quasi. Aber ich versuche mal einen Startstrich zu ziehen. Einen Moment. Kann ich wieder super gut. So. Hm. Kann nochmal nachziehen, Peter, du kannst von hinten starten. Kannst du gerne machen. Ja, wann der nächste ich? Ich gucke mir das mal ganz kurz an. Ich kann ja als einer der Letzten. Wobei, eigentlich muss ja Pluto als einen der Letzten dann fahren. Ja, ich fahre jetzt mal kurz vor und guck. Ja, wenn keiner fährt, dann soll ich fahren. Ich war oder auch ganz kurz weg. Dann doch. Ich müsste als 5 oder 6er fahren. So. Okay, also hier fängt es an. Alles klar. Ah, du bist schon weitergekommen als das gerade. Nö, ich bin hier jetzt gelandet. Ach so, ja, ne, dann gehen wir ein bisschen zurück. Wir wollen ja am Anfang. Gehen wir zu den Schienen. Also so, dass du halt nicht vom Zug überrollt wirst. Aber genau, genau. Und dann ja, zum einer nach dem anderen stellt sich dann auf. Sein Mann schafft es dann nicht, ja. Das wäre natürlich die Blamage, nicht mal den Anfang zu schaffen. Watch Nico, me. Du hast das sogar noch eins weiter geschafft als Andi und ich. Ja, dann fahr vor mich. Ja, ja. Die anderen drei waren auch noch, was sie da schon stehen. Ich glaube, ich war der, ich war, glaub, der Viertletzte, ne? Ich war, Supra ist ja auch noch weitergekommen an sich, ja, ja. Ja. Yeah. Kann man auch noch mal kurz warten. What is Supra? Ich markiere die Startlinie gerade. Ich glaube halt, dieser Dreiersprung wird halt echt das Fiese sein. Also ich finde das Fieseste hier, um ehrlich zu sein, den Rasen. Weil ich habe auch keine Traktion. Da glaube ich einen vor dir, Ray, oder? Absolut keine Traktion. Du müsstest Fünftletzter sein oder so, ja. Weil ihr da vorne fertig? Ich gleichzeitig nicht geschafft. Ich glaube, du kannst schon los. Ja, okay. Und ja, Demon parkt noch. Aber. Okay. Zum Abmessen. Ja, jetzt müsste ich. Nee, Andi müsste dann noch. Oh Gott, spannend. Nee, ich war noch. Nee, erst Agera. Ja, was machen wir jetzt? Dann Sonder, dann Andi, dann du. Jetzt auf geht's, du! Oh. Auf geht's! Yay, ich bin raus. Ja, im Zweifel für den Angreifer, oder? Im Zweifel für den Angreifer. Nee, kommst du, du darfst nochmal dann. Neuen Versuch, fahr's nochmal hin drauf. Aber in der Zeit kann ja nochmal ein anderer. Da kann ja schon der Erste. Ah, noch ein bisschen Anschwung geholt hier. Bin ich auch gar nichts bei keiner Reaktion. Der Regen ist jetzt halt sehr kontraproduktiv, da sehe ich auf dem Rasen. Mhm. Nur wie es bin bis hinter. Ui, ja, oh. Gereicht. Ja, Kehr ist doch nicht so früh rausgeflogen. Doch, nee, ich bin. Der ist vom zweiten Jump, oder? Der ist tatsächlich nicht so weit gekommen, ne? Der hat einmal einen richtig krassen Sprung gehabt und dann. Ja. Danach oder dann der Regen hat eingesetzt. McLaren? So, das ja nochmal. Ja. Komm, hopp. Au. Ich hab so langsam schon Zweifel, dass ich den ersten Sprung schaff. Wenn ich so die Länge sehe. Ich glaube, jetzt dürfte dann der. Der gar nicht so ganz gerecht. Ja. Aber es sieht gut aus. Kontrolle dürfte danach dann Andi kommen. Ja, der Rasen. Andi, it's time for you. Wir müssen ja alle drei Sprünge nehmen, oder? Ja, ich markiere gerade noch. Nö, du kannst auch überspringen am Ende. Das Tages zählt nur, du musst über die anderen kommen. Das hat nicht gereicht. Nee, das war mein Dach. Ich habe auch irgendwie Sorge, dass wir, die hier stehen, das nicht schaffen werden. Ich wollte jetzt noch kein Caprio. Warum stehe ich eigentlich? Warum bin ich so spät? Weil du zwei Sprünge überlebt hast. Ach, stimmt. Und das haben sonst kaum. Ich bin drüber gesprungen über die dritte Rampe. Ja, das hab ich langsam gemacht, das hat auch nichts geholfen. Er ist neben Elefant gelandet. Hallo? Als ob ich so schnell war.
Ja, im Zweifel für einen Angreifer, ne? Ja, also ich hätte auch gesagt, oh, nee, weil ich hab die Mitte. Ich hatte ja jetzt auch zwei. Ich bleib einfach hängen an der Kante. Du kriegst doch null. Es wäre richtig gut gewesen. Aber ja, die so mittlere Rampe. Ja, ich mach auch nochmal. Aber die mittlere Rampe übersprungen und dann. Das wäre richtig gut gewesen, tatsächlich. Hast, 24 Stunden Racer, hast du deinen Sprung geschafft, so basically? Nee. Oder. Also ja, dann mach du doch auch noch einen zweiten, weil ich hatte nee, ja auch zwei. Aber ich hatte einen zweiten Versuch und den habe ich auch versemmelt, also ich bin raus. Weil sich alle so zu mir gesellen, okay, die es jetzt nicht geschafft haben. Also, der nächste kann auf jeden Fall. Oh, Andi fährt einfach eine Rampe vorbei, ja, oder? Was? Ja, schwierig, ja, ganz schwierig. Eine Rampe ausgelassen. Vorne geparkt, oh, nee, ja. Oh, Zug. Das ist halt super schwierig mit dem 1000 auf der Wiesel mit Heckantrieb durchzubeschleunigen. Oh Gott. Ja, das wird noch. Aber wieso bleib ich schon wieder hängen? Ist doch scheiße. Moment. Ah, das hätte nicht schlecht ausgesehen mit dem Zug. Nee, das sah vorher schon nicht schlecht aus. Ich hätte auch gerne einen richtigen Versuch. Aber pass auf, ja, ich muss es kurz ins Feintuning gehen. Ich leg den mal ein bisschen höher, weil ich glaube einfach, der ist einfach zu tief und dann bleibt der hängen. Das kann ich nicht sagen. Also einmal muss ich doch den Versuch machen. Jetzt üben. Kann ich mich dazu stellen. Ja. Ja, so ich muss jetzt nochmal aushalten von der Wertung quasi. Ich möchte jetzt mal zumindest nicht komplett versagen. Oder darf ich jetzt dann gleich mal meinen ersten Arm annehmen? Ja. Nein. Steht in den Regeln. Ich mache erst den dritten, danach du den ersten. Ne, danach Ray den dritten. Genau. Ja, ich habe ja noch nicht mal einen richtig. Das ist ja Schiebung, dass der Container mich einfach da auf null bremst. Ah ja, dann mache ich auch zwei. Ich schaff's gleich nicht wegen. Ich bin schon wieder über die dritte drüber geflogen, das kann doch nicht sein. Ich fliege über die zweite, aber dann bleib ich hängen. Also wenn ich jetzt wieder hängen bleib, dann darf's halt nicht sein. Eins. Ja, easy! Wow. Ja, stark. Darf ich denn? Sag ich doch. Ich hab das Auto ein bisschen höher gelegt, jetzt bleibt er nicht hängen. Der ist aber zu tief gewesen. Darf die Super ja, jetzt dann mal? Ja, oder? Ja, geht's. Ich darf jetzt endlich mal. Oh, aber wenn ich das nächste Mal wieder hängen bleib, dann lass ich's, ey. Das gibt's ja nicht. Da bin ich schön die mittlere ausgelassen. Eins, das ist der Trick. Zwei, oh Gott. Frontflip. Das hab ich gar nicht gesehen. Hallo. Der ist mit der Nase hängen geblieben am Container. Da ist ja, einfach eine fiese Kante drin. Die hat mich jetzt auch vierte Mal blamieren, danach könnt ihr. Nico, mach mal die SUV aus deinem Auto. Also ich möchte doch wenigstens mal einen. Ja, warte, ich mach mal kurz ein SUV aus der Supra. Auf Nico, mach das du nochmal schneller machen. Ja, warte kurz. So? Das ist ein Joke. Ja. Au! Nee, das soll nicht sein mit der Covid. Ah, die hat kurz mal Stil erhöht. Ja, okay, komm. Korrigieren wir das mal kurz. Wusch! Jetzt kann ich. Du kannst. Kann auf jeden Fall. Achso, da will noch Nico sein. Nico darf noch. Der Königsex ist so hoch wie meine Motorhaube. Ja, kommt hin. Der mobbt mich, der rammt mich jedes Mal. Oh, Bude. Zweier? Das ist sehr gut. Ja, die Zweier-Taktik also, ist. Also die mittlere auslassen ist auf jeden Fall die beste Taktik. Ja. Ja. Ich würde sagen, ob man das immer so steuern kann, ist halt die Frage. Dann probiere ich das auch nochmal. So, jetzt fahre ich erstmal. Nico, so nebenbei. Nico. Ja. Hallo, achso, schön, ich muss ja vorne ranstellen. Entschuldigung. Profis am Werk. Ja, easy. Aber ja, der ist aufgereicht. Nico Heiner. Ja, die hinteren zwei können sich dann schon mal nach hinten stellen und wieder für ihren nächsten Versuch. Das ist tatsächlich schon passiert. Ich hab, glaube ich, 220 so, ja, auf der Rampe oder so. Eins. Oh Gott. Und Nummer drei. Nee. Und das war der aber, Barrel Roll. Der hat aber nicht so geklappt, du. Darf ich da kein Auto probieren oder zählst ja, du das Barrel Roll? Ja, nee, so, nee, komm. Wir sind an die vier Versuche hast du wenn zwei. Wenn der Sprung unsauber ist, sind wir jetzt mal nicht so gemein. Wir wollen ja schon wissen, wie weit schafft das jeweilige Fahrzeug. Dann lege ich jetzt meinen auch noch hoch, dass ich noch einen Versuch machen kann. Ja, ja, also bei mir ist klar, der ist einfach zu flach gewesen. Ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich genau auch das gleiche yeah, Problem gewesen. Ich habe den ja so tief, wie es irgendwie geht. Ja, ich auch. Ja, meine Supra hat sich einfach mit dem Mund einfach eingebuddelt. Gar keine Lust mehr gehabt. Ich weiß ja nicht, wie tief ihr seid, aber ich bin bei 6 und 8 Zentimetern. Ich bin jetzt bei 18 und 18. Ich war bei 6 cm. Ja. Darf ich es dann auch nochmal mit dem Zweisprung probieren? Weil ich glaube, der Ben hat das nicht geschafft. Nee, der ist sogar hinter mir angekommen. Der nächste? Ist halt auch das schwerste Auto, ne?
Darf ich mal davon aus. Darf ich im Zombie das dann auch nochmal mit zwei Sprüngen probieren, oder? Ja, wenn du es schaffst. Nee, das reicht auch nicht. Bitte! Ich war ein Stückchen zurückfahren, aber ich fahre. Ja, Ray, dann fahr ich mal vor. So, hinter. So, Corvette die fünfte. Ja, das will ich sehen. Da mal Vollschmackes probieren. Sofern nee, Vollschmackes ja. geht, ich krieg die halt nicht auf den Boden runter. Das ist der. Aber geil aufgesetzt. Oh, oh nee! Oh, aber bis jetzt der geilste Sprung, du. Also. Ja, gut. Aber wir haben doch heute keinen Trickshot. Ich wollte gerade sagen, das hätte ich damals gebraucht. Nee, komm, jetzt lass ich. Lexus, bist du raus, oder? Oh. Nee. Den Sprung verkackt. Das ist ja der weiteste. Jetzt haben wir übergekippt. Jetzt Bruder, was hattest du eigentlich auf der Rampe drauf? Hab mich drauf geachtet. Da kommt ja, der Demon auch drüber Sprung. Über die dritte Rampe. Ich hatte ungefähr 2,50 drauf. Ich kann gleich mal drauf achten. Der nächste? Ich komme definitiv am Ende weiter als wieder auf die beiden hier rauslaufen, glaube ich. Ja. Nee, diesmal habe ich ja Traktion mit der Supra. Ach so. Ja, jetzt. Okay, nimmt die erste, Eisung. Überspringt die zweite doch nicht, bleibt hängen. Also gut, ja, okay, das ist halt natürlich. Da kommt es nicht mal zum dritten Sprung halt, ne? Okay. Ja, der nächste. Dritter Versuch. So, jetzt mit dem Offroad-Tuning, komm. Oh Gott! Wow. Ja, das ist halt natürlich. Ja, okay, das ist natürlich unglücklich. Okay, ja. Der nächste, ne? Ich stell mich wieder hinten an. Ja, da versuchst du also nicht mal die erste Rampe, das ist schon schwach. Ja, also, heute läuft gar nicht bei mir. Der Lexus schon dann der nächste? Dann bin ich, ne? Ich bin nämlich nach dem Lexus dran. Gar nicht kommt über die dritte Rampe drüber. Ich tue ich mal die Linie markieren. Nee, der kommt schon nicht über die zweite drüber. Doch, hier ist die. Es regnet halt auch schon und wieder. Halt du kommt auch wieder. Echt nicht leicht hier, definitiv. Ja, zu, das ist mein Signal. Atom Airplane ist durch die Drohne durch. Weg da vorne! Bin im Pausenmenü. Okay. Oh, jetzt an meiner Schnauze, an die Linie. Ja. Darf, nicht schon mal. Moment, ich stelle mich auf. Noch ein Stück. Obwohl der Absprung diesmal nicht ganz so perfekt war, aber. Und noch ein kleines Stück. Ja, so passt. Ja, schön. Das Problem mit der Corvette ist halt, ich kriege über die Wiese, ihr die könnt, nicht gerade könnt gehalten. Peter, das ist halt so Aaron, die kannst du ein Stück zurück? Ja, so ist gut. Jetzt habe ich Angst. Oh, oh, ne. Ich stelle mich dann einfach mal hinten an, ne? Mein Schlag. Ich hab's kommen sehen, ich bin schnell ins Pausenmenü. Aaron, komm, hopp. Ja, stimmt, ihr müsst, wenn man so sieht, dass es nicht reicht, ja, alle, die hier stehen, haben ins Pausenmenü einfach durchjagen lassen. Der Gera schafft's noch, ja. Nee. Über die Distanz. So, so bald. Das meinte ich. Ja, so. Los, Rui. Nächster. Wer markiert mich jetzt eigentlich? Müssen wir jetzt eine Linie basteln? Oh ja. Das war sehr schön. Finally. Nächster. Alles eine Frage der Technik, ne? Problem ist, mit dem Wolken schaffe ich es nicht mal, die zweite Rampe zu überspringen. Ne, krieg ich halt auch nicht hin. Stellen. Bin ich denn raus oder soll ich mich trotzdem hinstellen? Nö, bist du hast es geschafft. Du hast geschafft. Ja, passt schon, wir machen was. Nö, wir fahren nicht. Ich fahr mal wieder nach hinten. Oh. Ja, ich bleib noch kurz stehen, dass du weißt, wo. Aber. Don't panic. Ja, ansonsten könnten ja mal die raus sind, sich schon mal auch vielleicht hinstellen als Ersatz. Dann können wir das wieder ein bisschen beschleunigen. Die Folge ist jetzt eh schon lang, mich, aber das wollen wir jetzt. Wohin. Wollen wir eh schon. Ja, auf die Höhe von Stui halt auf jeden Fall. Ne? So, und komm. Ja, könnt ihr einfach eine parallele Reihe bilden? Genau. Ich fühle mich gemobbt. Oh Gott, sorry. Oh Gott. Ui, Leute. Hilfe! Ah, ich hab jetzt Grip! Das war ehrlich gar nicht. Der Überschlag. Dürfte ich den nochmal versuchen? Überschlag kannst du nochmal probieren. Ich glaube, okay, einen Versuch kriegst du noch, aber ich glaube, jetzt machen wir keinen Zweitversuch mehr. Wenn wir es jetzt halt verkackt, dann ist es sowas. Ich einen Sechsversuch. Okay, dann probier ich's mal. Ach so, ja gut, na dann. Warte. Ich kann noch ein Stück. Ich mach mal die Linie. Na, hab ich schon. Wir haben ja eigentlich Easy. Ach, du bist schon raus, oder wie? Ja. Hat sie exit jetzt vorne.
Ja, auf geht's. Lassen, ich glaube, ich bin das vor dir dran. Lukas, du kannst ja hinten einsteigen. Ja, Lukas darf hinter, wir machen die Linie. Ich stehe gerade für dich hin, Lukas. Ah, okay. Ui, vor mich. Du kannst hinter. Passt. Passt auf. Aston, fährst du vielleicht vor? Ja. Was für ein Uwe, kann das nur knapp gereicht? Jetzt einmal Kolonne nach vorne. Aston, fährst du einfach vorne hin? Kolonne muss zwei Wagen links nach vorne. Eine reicht. Jetzt seid ihr erst auf dem Level, wo der GTR war. Nein, beim GTR hat sich Exit dann vorne hingestellt. Das war die eine Wagenlänge. Wie regnet's denn? Passt schon. Kann ich? Ja. Ja. Ach, so viele drin sind. Der Ring finde ich jetzt auch nicht so geil. Hör. Ja, das wird nichts. Zu regnet. Ja, das war klar. Reifen anwärmen zählt nicht. Dann kann ich ja direkt hinterher, ne? Ja, wieder dieser scheiß Kante da durch. Da bist du auch genau reingeflogen. Wir wollten hier starten. Ja, ich bin genau in diese Kante geflogen, ja. Das war schade. Aber da bin ich halt raus, ist halt so. Boah. Nee. Echt nicht. Das war ein Treffer. Ja, der Regen macht's echt kaputt. Das ist wirklich so. Wenn es trocken ist, habe ich viel mehr Grip und kann dann viel besser mich positionieren. Aber gut, ist halt so. Was, Dui, da hast du den Heckflügel tatsächlich zum Fliegen genutzt. Oh Gott, wo will ich hin? Nein. Ja. Auch du schaffst es nicht. Fast gereicht. Der nächste. Oh Mann, ich hab die Rampe verloren. Ja, ja, gut, das ist bei mir ja auch so. Ist halt leider so. Habe ich auch 5-mal gemacht. Seid ihr nach vorne gefahren? Was, sonst müsste noch einer vorne hin? Nein. Nee. Nö, ist doch kein Problem. Aber der hat sich erreicht. Ja, jetzt kommt er jetzt nach vorne. Ich will mich hinten hin. Ich krieg's gern ab. Die Allradmännchen. Mein Auto ist noch so hoch, da würde es nicht schaden, wenn man ihn auf einen Treffer. Ja, aber es war, er hat es drüber geschafft, wenn man es so sieht. Also von dem her würde ich sagen, es zählt. Er ist ja auf dem Dach vom Demon gelandet. Mir ist er auf der Motorhaube eigentlich eher drüber geschlittert. Bei mir ist aufs ganze Auto gefallen. Bei mir bist du aufs Auto gefallen komplett. Ja, bei mir auch. Ja, okay. Dann sagt ihr halt nein. Ich hätte es jetzt gezählt. Lukas, komm. Dann mach halt nochmal. Dudo. Was? Okay. Jetzt gucken wir erstmal, ob es der GTR schafft. Lukas. Ist ja exakt die Distanz, die er gerade schon geschafft hat, eigentlich. Nein. Das heißt, jetzt schafft er es nicht. Nee, das hat er nicht geschafft. Warte mal, ich will einmal kurz das ausprobieren gleich. Warte mal. Dudo, jetzt musst du es noch reißen. Ja, oh Gott. Ja. Das wird zu einem versöhnlichen Ende kommen hier. Jetzt zählt's. Jetzt oder nie? Ja. Gerade so. Also wunderbar, jetzt ist dann haben trocken. Wir. Jetzt würde ich es 100% schaffen. Dann wissen wir doch jetzt endlich, dass das Cover-Car aus Horizon 2 einmal am besten fliegen kann. Wen wundert's? Die Corvette kann's gar nicht. Supra versucht's auch nochmal. So, wunderbar. Dann soll es das gewesen sein mit dem 1000 PS-Clubs und damit sind wir alle PS-Clubs durch. Ich hoffe doch sehr, dass es euch gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns doch, was die PS-Clubs betrifft, doch hoffentlich wieder in Horizon 5. Also das Format möchten wir natürlich gerne auch ausbauen und weiter fortführen. Ich bedanke mich bei allen, die heute und natürlich auch in den vergangenen PS-Clubs dabei waren. An die Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, checkt die anderen Sichten aus. Wir sind raus und bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.